Kurznachrichten. Die Flexibilität der Politiker, das möchte ich heute darstellen an zwei Beispielen. Das heißt, ich mache eins, das zweite macht Dr. Ferdinand Wegscheider von Servus TV. Da geht es um einen österreichischen Politiker, da ist er kompetenter. Ich möchte mich kümmern um Gregor Gysi, auch weil ich mich selbst als Linker verstehe. Gysi hetzte unlängst im SPD-Regionalblatt Ostsee-Zeitung gegen Mitläufer von Montagsdemos. Er witterte dort Rechte. Bei meinen Beobachtungen dieser Veranstaltungen habe ich keine Rechte wahrnehmen können. Gebe darüber hinaus aber auch zu, im öffentlichen Raum in Deutschland kaum noch rechte Symboliken zu sehen. Vor ein paar Jahren war das noch einfacher, da gab es viele Thorsteiner-Klamotten. Aber zurück zu Gregor Gysi. Dieser meint, die Montagsdemonstrationen müssten so organisiert werden, dass die Rechten keine Chance haben. Er erklärt sich gegenüber der deutschen Presseagentur. Vertreterinnen und Vertreter, hier gendert er schön, rechter Parteien und Parteien, das kann ich auch, durften weder auf einer Tribüne sprechen, noch auf den Demonstrationszügen mitlaufen. Ich frage mich, wie will er das machen? Sollen dann nicht nur die Demonstrationen angemeldet werden, sondern müssen sich dann auch alle Teilnehmer einzeln mit einem Formblatt und einer Gesinnungserklärung anmelden? Gysi, wir müssen uns die Montagsdemonstrationen zurückklauen. Wo er sich am Montag von Rechten umzingelt sah, sagt er nicht. Gysi stellt fest, Veranstaltungen fänden mehr in Ostdeutschland statt. Die Berliner Zeitung ergänzt, Rechtsradikale wurden beispielsweise im sächsischen Plauen gesichtet. Grundsätzlich teile ich die Abgrenzung zu rechts. Mehrfach in den vergangenen zwei Wochen musste ich über Hakenkreuze und Nazisymbole in der Ukraine berichten. Wir erinnern uns, bei einem Bericht auf NTV fuhr ein Panzer durchs Bild mit einer ukrainischen Fahne und einem Hakenkreuz. Neben Selenskyj, dem ukrainischen Präsident in Isjum, war auf der Jacke eines Begleiters ein SS-Totenkopf zu sehen. Hier bemühten sich die Faktenchecker von Korrektiv, Neugestaltungen herbeizufabulieren. In dieser Woche zeigte sich der ukrainische Armeechef mit einem Armband. Er postete sich selbst auf Twitter. Auch hier deutlich ein Hakenkreuz zu sehen. Auch hier umständliche Gegenerklärungen. Das wäre ein Wikinger-Armband. Durch den Lichteinfall strahlt das wie ein Hakenkreuz. Naja, kann sein. Schien die Sonne auf den Fernsehturm, war ja auch ein Kreuz zu sehen. Andererseits, wenn ich mich von rechts abgrenzen möchte, würde ich alles versuchen, was auch nur in die Nähe von Nazi-Symbolen deutet, zu vermeiden. So ein zweideutiges Armbändchen könnte auch ein Signal an die Jungs sein. Hey, ich bin einer von euch. Und wenn es der Falsche als Hakenkreuz identifiziert, bin ich halt Wikinger. Hey, hey, aber hören wir nochmal Gregor Gysi, seine Haltung zu ukrainischen Nazis 2014. Sie müssen schon wissen, akzeptieren Sie die ukrainische Verfassung als Ganzes oder nur in bestimmten Teilen, wenn es Ihnen gewogen ist? Das ist die Art, die ich kenne und die ich nicht mag. Dann wurde eine neue Regierung gebildet, sofort anerkannt von Präsident Obama, auch von der EU, auch von der Bundesregierung. Frau Merkel, der Vizepremierminister, der Verteidigungsminister, der Landwirtschaftsminister, der Umweltminister, der Generalstaatsanwalt, das sind Faschisten. Der Chef des Nationalen Sicherheitsrates war Gründungsmitglied der faschistischen Swoboda-Partei. Faschisten haben wichtige Posten und dominieren zum Beispiel den Sicherheitssektor. Und noch nie sind Faschisten freiwillig aus der Macht wieder ausgetreten, wenn sie einmal einen Teil davon erobert hatten. Und zumindest die Bundesregierung hätte hier eine Grenze ziehen müssen, schon aufgrund unserer Geschichte. Als Haiders FPÖ und die österreichische Regierung ging, gab es sogar Kontaktsperren und so. Und bei den Faschisten in der Ukraine machen wir nichts. Swoboda hat engste Kontakte zur NPD und zu anderen Nazi-Parteien in Europa. Und der Vorsitzende dieser Partei, Oleg Tjagnibok, hat Folgendes wörtlich erklärt. Ich zitiere jetzt. Das müssen Sie sich anhören, was er wirklich gesagt hat, Anführungsstriche. Schnappt euch die Gewehre, bekämpft die Russensäuer, die Deutschen, die Judenschweine und andere Unarten. Ende des Zitats. Ich wiederhole, dieser Mann hat gesagt, Anführungsstriche, schnappt euch die Gewehre, bekämpft die Russensäuer, die Deutschen, die Judenschweine und andere Unarten. Ende des Zitats. Tja, Herr Gysi. Ich gehöre zur Gattung 2, Sie zur Gattung 3. Ich hätte da schon gerne eine Erklärung. Haben Sie sich die Nazis damals nur ausgedacht? Dafür haben Sie es aber sehr überzeugend rübergebracht. Auch den Verweis auf die deutsche Geschichte. Alles nicht mehr so schlimm, man muss ja flexibel sein. Das Wirken an Ihrem Volk,
auch nicht mehr so schlimm? Mir schießen einige Begrifflichkeiten durch den Kopf, aber ich möchte es an dieser Stelle bei einem Fragezeichen belassen. Und den Blick wenden nach Österreich. Alexander van der Bellen, wiedergewählt. Auch er ein flexibler Geist. Mit ihm befasste sich Dr. Ferdinand Wegscheider von Servus TV. Zuvor möchte ich auch jenen eine Orientierung geben, die vom Mainstream seit Monaten absolut objektiv über den Ukraine-Konflikt informiert werden und trotzdem zunehmend Zweifel an dieser Dauerberieselung hegen. Ich bin nämlich auf ein Buch eines profunden Kenners der internationalen Politik gestoßen, der über jeden Verdacht erhaben ist. In diesem Buch, das 2015 erschienen ist, schreibt dieser Mann wörtlich: Kaum wo wird da die Position vertreten, dass die Annexion der Krim im März 2014 auch eine Vorgeschichte hatte, nämlich verantwortungsloses Gerede von einem NATO-Beitritt der Ukraine, womit Russland vom Schwarzen Meer praktisch abgeschnitten gewesen wäre. Glaubte wirklich jemand, Wladimir Putin würde dem tatenlos zusehen? Wer Kritik an der ukrainischen Regierung übt, wird sofort als Putin-Versteher abgestempelt. Zitat Ende. Ja, meine Damen und Herren, ich gebe zu, dass gerade ich, der ich als Putin-Versteher beschimpft wurde, mich durch dieses Buch doch ein wenig rehabilitiert fühle. Schließlich ist der Verfasser dieser Zeilen niemand geringerer als ein gewisser Alexander van der Bellen, der in seinem Buch Die Kunst der Freiheit 2015 wörtlich vom verantwortungslosen Gerede von einem NATO-Beitritt der Ukraine schreibt und dass jeder, der Kritik an der ukrainischen Regierung übt, sofort als Putin-Versteher abgestempelt wird. So etwas zu schreiben erfordert schlicht und einfach Courage. Und Mut und Haltung hat der Autor dann auch 3 Jahre später gezeigt, als er schon als Bundespräsident im Juni 2018 den russischen Präsidenten Putin in Wien empfangen hat. Während die Beziehungen zwischen der EU und Russland damals schon angespannt sind, sieht van der Bellen weder Probleme noch eine Vertrauenskrise mit Moskau. Ich sehe hier keine spezifischen Probleme, was Russland betrifft, sondern immer die Frage der richtigen Einschätzung von Äußerungen oder Handlungen. Das ist normal, business as usual. Ich sehe die grundsätzliche Vertrauenskrise gegenüber Russland nicht. Ein Mann, ein Wort. So lautete jedenfalls ein Sprichwort, mit dem ewig gestrige Altbürger vermeintliche Werte wie Worttreue und Ehrlichkeit hochhalten wollten. Was einen modernen Politiker hingegen ausmacht, ist ein hohes Maß an Flexibilität. Und was diese Eigenschaft betrifft, ist Alexander van der Bellen ein Vorzeigemodel. Seine Karriere ist von jungen Jahren an von ausgesprochener Anpassungsfähigkeit geprägt. Er kann sich auf Knopfdruck vom extremen Linken in einen Liberalen verwandeln oder vom entschiedenen Bundesheergegner zu einem leidenschaftlichen Verfechter des Heers. Und kurz vor Wahlen entdeckt er zudem stets seine innige Liebe zur Heimat. So nimmt es nicht Wunder, dass der grüne Sascha auch in Sachen Russland besondere Flexibilität an den Tag legt. Als ihn Medien heuer zu seinem langjährigen guten Verhältnis zu Moskau und Putin befragen, meint der listige Politfuchs nur lapidar, er habe sich in Bezug auf Putin eben in die Irre führen lassen, um schließlich seine Festspielreden in Bregenz und Salzburg für eine coole 180-Grad-Wende zu nutzen. In Bregenz schimpft er Wladimir Putin einen Diktator. In Salzburg nennt er Gegner der Russland-Sanktionen wörtlich Kollaborateure, also Verräter, die mit dem Feind zusammenarbeiten. Den politischen Gegner als Feind zu bezeichnen, ist ein sehr guter Beleg dafür, wie weit wir uns bereits von demokratischen Kulturen abgewendet haben. Unsere Verachtung für die Schwierigkeiten der Demokratie auf offener Bühne darbieten. Möge dem Alexander van der Bellen eine flexible Regierungszeit widerfahren. Die kleine Audiodatei, 12. Oktober 2022, Mittwoch. Nach der Flexibilität von Gregor Gysi und Alexander van der Bellen kommt die Unflexibilität von Viktor Orban. Der dient als Feindbild, ein ergebnisoffenes Diskutieren seiner Argumente, Fehlanzeige. Sein Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin bezeichnete er als fruchtbar. Der Express zitiert ihn: Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass er, Scholz also, noch lebt. Ich ebenfalls. Vom Kanzleramt gab es keine Mitteilung zu dem Gespräch.
Eine bei solchen Treffen übliche gemeinsame Pressekonferenz war ohne Begründung gar nicht erst angesetzt worden. Bereits am Sonntag hatte Orbán die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel und Armin Laschet getroffen. Laut Viktor Orbán hätte Angela Merkel den Ukraine-Krieg verhindern können. Das habe sie bereits 2014 getan. Wie ich mich gerne immer wieder wiederhole, seitdem läuft der Krieg. Jetzt ist endlich das entsprechende Personal an der Macht, welches bereit ist und willig, ihn zur völligen Eskalation zu treiben. Laut Orbán wurde unter Merkel der Konflikt isoliert. Laut AfP meldet sich Katharina Barley zu Wort. Die EU habe beim Umgang mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Fehler gemacht. Zitat, das ist für mich der große Sündenfall der Europäischen Union. Viktor Orbán ist ja nicht von einem Tag auf den anderen in so eine Position gekommen, dass er die EU erpressen kann, sondern das hat sich über 12 Jahre aufgeschaukelt. Barley erklärte sich dem Nachrichtenportal Pioneer. Sie meint, man müsse ihm das Geld abdrehen. Wie wir gerade hörten, spricht Orbán für Frieden. Ein weiteres Mal unübersehbar, wer den völligen Krieg will. In Europa. Ich sehe Orbán nicht unkritisch, aber ein Fakt ist auch, alles, was unter dem Begriff Demokratie zusammengeleiert wird, ist im Krieg obsolet. Schauen wir auf diesen. Etwa 30% der ukrainischen Energieinfrastruktur wurden in den vergangenen 2 Tagen beschädigt, das erklärte der ukrainische Energieminister Galutschenko gegenüber CNN. Der russische Konzern Rosenergoatom sieht bislang keine technische Möglichkeit, das Kernkraftwerk Saporische an das russische Energiesystem anzuschließen. TASS berichtet. Der ukrainische Präsident Zelensky hat gestern per Videoschalte die G7-Staaten gebeten, seine Initiative zur Einrichtung einer internationalen Beobachtermission an der Grenze zu Weißrussland zu unterstützen. Ihm zufolge plane die Regierung in Kiew keine Militärmaßnahmen gegen das Nachbarland. Die NATO wird in der kommenden Woche ihre jährlichen Manöver zur Verteidigung des Bündnisgebiets mit Atomwaffen beginnen. Die Verteidigungsminister Russlands und der Türkei besprechen die Situation in der Ukraine. Wladimir Putin sprach mit dem Chef der Internationalen Atomenergieorganisation, Rafael Grossi. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa hat am Dienstag ein von einem Ex-Kommandeur des Bataillons Azov veröffentlichtes und später gelöschtes Video kommentiert, das Rachemorde an Zivilbevölkerung der Stadt Kupjansk im Gebiet Charkow zeigen soll. Zitat, sie werden nicht unbestraft bleiben. Wir wollen sehr, dass die internationale Gemeinschaft endlich aufwacht aus der Anabiose, in der sie sich befindet, zu sich kommt und ihre Unvoreingenommenheit und Prinzipientreue bei der Einschätzung der jüngsten Handlungen und Erklärungen der ukrainischen Behörden an den Tag legt. Sacharowa warf dem Westen vor, zahlreiche Verbrechen der ukrainischen Seite zu vertuschen. Vor diesem Hintergrund habe Russland nur einen Ausweg, und zwar seine militärische Sonderoperation in der Ukraine fortzusetzen, deren Ziele sollen erreicht werden. Derzeit werden diese das, die ukrainischen Angriffe an Frontabschnitten bei Kupjansk, Krasny Liman und Saporosche wurden zurückgeschlagen. Die Stromversorgung für die 2000 Einwohner des Gebietes Belgorod ist wiederhergestellt. Belgorod liegt in Russland, wurde von der Ukraine beschossen. Das deutsche Luftabwehrsystem Iris-T ist in der Ukraine angekommen. Der Spiegel berichtet, 15 HIMARS-Geschosse wurden durch die russische Luftabwehr abgeschossen. US-Präsident Joe Biden geht nicht von einem Einsatz russischer Atomwaffen in der Ukraine aus. Nach Ansicht von US-Präsident Joe Biden hat sich Putin verschätzt in der Ukraine. Zitat, ich denke, er ist ein rationaler Akteur, der sich erheblich verkalkuliert hat. Biden erklärt sich gegenüber dem TV-Sender CNN. Weiter, die ARD zitiert, ich glaube, er dachte, er würde mit offenen Armen empfangen werden, dass dies die Heimat von Mutter Russland in Kiew sei und dass er dort willkommen geheißen würde und ich glaube, er hat sich einfach völlig verrechnet. Wie die ARD richtig zitiert, sind wir hier in der Welt des Glaubens. Mit den Realitäten befasst hat sich Thomas Röper vom Antispiegel, er sitzt in St. Petersburg. Sein aktueller Kommentar, Hoffnungen auf einen Sturz Putins zeugen von Unwissenheit über Russland. Ich befasse mich seit fast 20 Jahren intensiv mit dem Land und neige dazu, Röper im Großen und Ganzen zuzustimmen. Aber hören wir, was er schreibt. Eingangs. Im Westen hört man immer öfter, mit einem Russland unter Putin dürfe man nicht verhandeln. Das ist die offene Forderung, in Russland einen Regime-Change durchzuführen. Röper führt weiterhin aus, in der großen Mehrheit der russischen Gesellschaft hat das Modell der westlichen Demokratie einen schlechten Ruf. Die westliche Demokratie durften die Russen in den 90er Jahren erleben und das war für Russland die wahrscheinlich schwärzeste Zeit des 20. Jahrhunderts. In Russland herrschten damals Gesetzlosigkeit, auf Korruption basierende polizeiliche Willkür und die staatlichen Institutionen waren faktisch zusammengebrochen. Dieses Russland wurde vom Westen als Partner gefeiert.
Natürlich gibt es in Russland eine junge Generation, die sich daran nicht mehr erinnert und die daher empfänglich ist für die Propaganda des Westens über angebliche Demokratie und Wohlstand. Rüber führt aus, diese Leute sitzen mehrheitlich in Moskau und St. Petersburg, den großen Städten. Auf dem Land ist das aber völlig anders. Die Menschen in Russland sehen das Beispiel der Krim. Dort ist der Lebensstandard wesentlich höher als in der restlichen Ukraine. Rüper benennt Farbrevolutionen, die der Westen in den letzten Jahren immer wieder probiert hat. Sie funktionieren nach einem recht einfachen Prinzip. Westliche Nichtregierungsorganisationen, zum Beispiel die Open Society Foundation von George Soros, bauen sich in dem betreffenden Land Netzwerke auf, die sie finanzieren und die von den NGOs abhängig werden. Und natürlich ist dabei immer eine Menge Geld im Spiel. Diese werden dann zu einem bestimmten Zeitpunkt aktiviert und bringen ihre Sympathisanten auf die Straße. Eine Minderheit, aber die Bilder großer Proteste vermitteln ein anderes Bild. Der Westen ist dann begeistert von sogenannten Demokratiebewegungen und unterstützt diese. Russland griff vor einiger Zeit durch und verbot die westlichen NGOs, die dafür bekannt waren, solche Putsche zu organisieren. Er meint, eine Farbrevolution in Russland ist daher unwahrscheinlich. Weiter, ein pro-westlicher Regierungsumsturz, der vom Volk ausgeht, ist in Russland vollkommen undenkbar, denn in Russland gibt es in der Bevölkerung dafür keine Mehrheit. Die Mehrheit der Russen möchte nicht in einem System westlicher Prägung leben und das gilt auch für die führenden Köpfe in Ministerien, Behörden und Medien. Das ergeben Umfragen. Laut der letzten Umfrage wollten nur 24% der Russen in einem Wirtschaftssystem nach westlichem Vorbild und sogar nur 16% der Russen in einem politischen System nach westlichem Vorbild leben. Die entsprechenden Umfragen hat er verlinkt. Zu Wladimir Putin. Dieser habe bis zuletzt auf Verhandlungen mit dem Westen gesetzt. Dass er nun die Intervention in der Ukraine angeordnet hat, dürfte die schwerste Entscheidung seines Lebens gewesen sein. Immerhin hätte er, wenn das sein Ziel gewesen wäre, in der Ukraine schon 2014 vollendete Tatsachen schaffen können, als die ukrainische Armee faktisch nicht existent war. Das wird Putin in Russland von vielen vorgeworfen. Er habe all die Jahre zögerlich gehandelt. Auf Verhandlungen mit dem Westen gesetzt, obwohl die USA einen Vertrag mit Russland nach dem anderen einseitig gekündigt haben. Der Westen hat die Zeit genutzt, um die Ukraine politisch und militärisch zu einem Brückenkopf gegen Russland auszubauen. Die Hardliner Russlands sehen sich im Recht und sagen, mit dem Westen so lange zu verhandeln war ein Fehler, der nur dem Westen geholfen hat. Die Stimmen derer, die eine härtere Gangart fordern, werden in Russland lauter. Nach Putin würde laut Röper ein Präsident kommen, der eine weitaus härtere Gangart einschlägt und weitaus weniger bereit ist, mit dem Westen überhaupt noch zu reden. Putin hat seine Amtszeit vor über 20 Jahren damit begonnen, in seiner Rede im Deutschen Bundestag ein Zusammengehen von Russland und Europa vorzuschlagen. Das war 20 Jahre lang sein Ziel. Dass das unrealistisch ist, musste Putin wohl erst vor kurzem laut Röper einsehen. Man merkt das an seiner Wortwahl. Diese ist mir auch aufgefallen. Früher sprach er von europäischen Partnern. Heute spricht er nur noch von europäischen Vasallen oder Satelliten der USA. Daher sieht man in Moskau auch keinen Sinn mehr in Gesprächen mit der EU und ihren Mitgliedern, denn ihre Entscheidungen werden in Washington getroffen. Röper meint, die tatsächlichen Entscheidungsträger im Westen dürften das wissen, weshalb man davon ausgehen kann, dass die keine Verhandlungslösung wollen. Sie wollen Russland in die Knie zwingen, auch wenn Putin morgen nicht mehr Präsident wäre. Ihnen geht es um Russland selbst, um seine Bodenschätze, die man unter Kontrolle bekommen und um seine geopolitische Macht, die man brechen möchte. Politiker, die nun fordern, nicht mehr mit Putin zu verhandeln und auf einen Machtwechsel in Russland setzen, sind für die wahren Entscheider der westlichen Politik sehr nützliche Idioten, die ihre Forderungen nur aus Unkenntnis stellen, weil sie die Lage in Russland gar nicht kennen, sondern selbst der westlichen Propaganda zum Opfer gefallen sind, die behauptet, die Russen würden sich nach einer Demokratie nach westlichem Vorbild sehnen. Wie die Umfragen zeigen, ist das jedoch Unsinn. Nur das dürften die wenigsten im Westen, die Politiker eingeschlossen, wissen. Daher sollte der Westen froh sein, dass es Putin gibt. Ohne ihn würde Russland wahrscheinlich noch viel antiwestlicher auftreten. Exakt meine Einschätzung. Und das trifft nicht nur auf Russland zu, sondern auch auf Länder, die Russland direkt oder indirekt unterstützen. China, Indien, Lateinamerika, Afrika, Brasilien. Mit der Senkung der Ölförderung stellte sich beispielsweise Saudi-Arabien offen gegen den Willen der USA. Zur Eingliederung der Volksrepubliken Donetsk und Lugansk sowie der Gebiete Cherson und Saporosche in Russland jetzt ein galliger Kommentar von Vadim Ivanov von Russia Today, der nahtlos an die Analyse von Thomas Röper passt. Hart und direkt, aber nicht widersprechbar. Die hier genannten Fälle können Sie problemlos googeln. Tu, was ich sage, nicht, was ich tue. Das ist im Grunde das, was der Westen Russland sagt.
Sie geben sich gern als die Retter der Welt und dreschen auf jedes Land ein, das sich nicht an ihre Regeln hält. Daher ist es kaum verwunderlich, dass Reaktion auf die Referenden in der Südostukraine so ausfiel. Nehmen wir zum Beispiel Israel. Das ist sehr wichtig für die Sicherheit ihres Freundes. Also lassen wir in diesem Fall die Rechtslage mal außer Acht, oder? Wen kümmert es schon, dass Syrien etwas Land verliert und die Einheimischen fliehen müssen? Der Konflikt dauerte über ein Jahrzehnt und führte dazu, dass Israel 1981 die Golanhöhen annektierte. Ein Schritt, der übrigens international nicht anerkannt wurde und immer noch nicht anerkannt wird. Aber noch einmal, wen kümmert es? Denn solange das gute alte Amerika dein Freund ist, wirst du nicht sanktioniert. Die USA haben uns immer wieder gezeigt, dass sie nicht praktizieren, was sie predigen. Erinnern Sie sich an Hawaii. Damals in den 1890er Jahren fielen die USA einfach ein, stürzten die dortige Königin und schlugen einen Annexionsvertrag vor. Die hawaiianischen Ureinwohner schlossen sich zusammen, verfassten eine 600-seitige Petition, die innerhalb weniger Tage von 95% der erwachsenen hawaiianischen Bevölkerung unterschrieben wurde und die sich gegen die Annexion aussprach. Aber weniger als ein Jahr später annektierten die USA Hawaii im Alleingang fast 6500 Quadratmeilen an Territorium. Wen interessiert schon, was die Einheimischen wollten? Wichtig war, was die USA wollten. Eine bequeme Militärbasis für ihren Krieg mit Spanien. Im Grunde genommen geht es für die USA um alles oder nichts, denn sie haben kein Problem damit, Veränderungen in anderen Ländern zu akzeptieren, solange es ihnen passt. Zum Beispiel der Kosovo. 1991 gab es dort ein Referendum und die Menschen stimmten dafür, ein unabhängiger Staat zu werden. Das Referendum war doch in Ordnung, oder? Wir sollten respektieren, was die Menschen dort wollten. Aber in diesem Fall, oh nein, das muss eine Täuschung sein. Die Menschen müssen dazu gezwungen worden sein. Einige Länder können das Völkerrecht vollständig verletzen und UN-Resolutionen ignorieren, solange es in das westliche Narrativ und die westliche Agenda passt. International, Charles III. Wird gekrönt am 6. Mai in London. Hoffentlich schafft er das. Gas gibt es, nicht bei uns, zwischen Libanon und Israel. Die USA verhängen neue Sanktionen gegen die Taliban. Gestern tätigte ich einen Witz gegen Ricarda Lang. Es ging darum, dass ihre Partei zugelegt hatte. Ich muss mich zurücknehmen. Gleichen Witz tätigte bereits Bettina Schausten, ein Hörer, wies mich darauf hin. Hier das Original. Die Bundesvorsitzende Ricarda Lang ist jetzt in Berlin, wird zugeschaltet. Schönen guten Abend, Frau Lang. Ja, kräftig zugelegt im Vergleich zum letzten Mal. Eine große Humoristin, Bettina Schausten. Und das beim ZDF. Ich verneige mich zutiefst. Heute viel Sonnenschein, Wolken kommen in den nächsten Tagen dazu, auch vereinzelte Schauer. Es bleibt mild, windig. Im Laufe der nächsten Woche geht der Trend zu einer leichten Abkühlung. Machen Sie Alternative Music.